Wir können auch für unser Forschungstagebuch kann man einfach in die Papeterie gehen und ein Tagebuch posten. Wenn es geht, ohne Linie, einfach mit leeren Seiten. So zum Beispiel, einfach leer. Dann habe ich mein da vorne ein bisschen verziert. Und dann habe ich da ein paar Einträge gemacht. Zum Beispiel da habe ich in Japan einen Käfer gezeichnet. Und also es ist einfach ganz einfach. Du schreibst den Titel, schreibst das Datum oben an, du es doppelt unterstreichen, kannst auch einmal, ist nicht so wichtig. Und nachher, das was du siehst, du zeichnen, kannst auch etwas dazu schreiben. Da habe ich gelernt schraffieren, wie man etwas schattieren tut. Im Forschungstagebuch tut man eher abzeichnen, nicht vom Gedächtnis auszeichnen. Schreiben dazu, dann kann man, habe ich da eine Bombe wollen machen, kann man auch Experimente machen. Ups. Dann habe ich die aufgezeichnet, nicht so schön, aber ich habe sie beschrieben, was was ist. Aber sie hat leider nicht funktioniert. Ja, und dann habe ich da keinen Titel gemacht, was man nicht sollte, und kein Datum. Das ist ganz schlecht von mir. Und ja. Ich zeige euch mein Forschungstagebuch auch noch. Das ist bereits Nummer 3, das habe ich hier angeschrieben. Und wie es darin schon gesagt hat, man kann es außen verzieren, wie man will. Ich habe jetzt hier so einen Libellenflügel drauf gemacht, man kann es anschreiben. Und wichtig ist, dass irgendwo der eigene Name steht. Das wäre jetzt bei mir da, Atlant. Atlants Forschungstagebuch. Ich schreibe ein bisschen mehr in mein Forschungstagebuch. Ich versuche auch mit Wörtern, mit Sätzen zu beschreiben, was ich beobachte. Da hat es zum Beispiel mal einen Fangschreckenkrebs gegeben zum Mittag. Und den haben wir dann, bevor wir ihn gegessen haben, haben wir den abzeichnet und geschaut, wo sind welche Körperteile und wie funktionieren die Körperteile. Und wichtig ist beim Forschungstagebuch, dass ihr es immer dabei habt, egal was ihr macht, egal welche Lektion, das Ding muss immer auf dem Tisch sein oder unter dem Arm, wenn wir Exkursionen machen. Ein Stift muss dabei sein und wenn ihr etwas seht oder lernt oder euch Fragen stellt, müsst ihr die da rein einschreiben.